Hallo zusammen, willkommen zu der 60. Folge der Crafting Challenge. Ja, 60, das ist krass. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viele Folgen werden. Aber das macht gar nichts. Ich bin da ja, flexibel, das macht ja nichts. Hauptsache, ich habe Spaß und ihr habt Spaß. Und hier steht, das Jugendfest hat begonnen. Ja, es ist Sonntag. Und da muss auch schon jemand ganz dringend auf die Toilette. Was soll das? Das ist unser. Naja, okay, egal. Der Weihnachtszwerg hat 22 Simoleons eingebracht. Okay. Gut, wir löschen mal die Pinnwand, damit die leer ist. Und ja, was noch ist. Heute, vor einem Jahr, habe ich mein erstes Video hochgeladen auf YouTube. Ja, es ist echt krass, dass schon so viel Zeit vergangen ist. Das ist irgendwie gar nicht so, weiß nicht, man nimmt das gar nicht so richtig wahr, weil man hangelt sich so von Folge zu Folge, von Video zu Video und überlegt so, was machst du so? Und urplötzlich ist ein Jahr vorbei, also, ja. Na gut, die erste Zeit habe ich ja nur Speedbuilds hochgeladen und irgendwann habe ich dann mit Planet Zoo angefangen. Also Planet Zoo, ne? Und ja, ist schon schön. So, jetzt aber genug geschnabbelt. Wir gucken mal, was die Sims hier brauchen. Torte am Morgen. Schinkenfest mal, Möhrenbrot. Ja, unsere Vegetarierin sollte tunlichst kein Fleisch kriegen. Du kannst dir hier ein Gericht nehmen. Du hast auch ganz viel Hunger. Naja, komm, steh mal auf. Was ist hier? Muss erst spülen. Ach je, erst zum Glück machst du das gleichzeitig. selbstständig meine ich. Ach, gleichzeitig. Geht schon wieder los hier mit den komischen Wörtern. Was denn? Ach so. Hast du Panik auf der Titan? Grauenhafter Feiertag. Ja, ich glaube, das habt ihr alle jetzt. Euer Silvester war tot. Unglücklich, traurig. Ihr hattet Besuch, ihr Lieben. Eigentlich ist doch alles gut. Naja. Was soll man da dann noch machen? Ne? So, Julina ist schön am Duschen. Ja, also sie hat ja schon gegessen. Obsttorte. Pokeball hätten wir. Tofu-Tacos. Mal für jeden einen noch da. Dann greif mal zu. Und du auch bitte. So, wir haben schön warm. Okay. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich im Winter zu einem Grundstück reisen will. Ja, das hat er jetzt nicht mehr hingehauen. Wir haben jetzt schon Frühling. Mach mal ganz hier. Und das ist dreckig. Naja, okay, egal. Ja, wir können aber später noch auf das Grundstück reisen. Das geht doch im Frühling. Das ist kein Problem. Wollte ich nur mal erwähnen. Das kommt noch. Aber heute nicht, weil heute ist Sonntag und heute Abend um 19 Uhr hat ja der Charlie seine Preisverleihung im Fernsehen. Und ich hoffe mal, das können wir dann noch gucken. Steht hier schon irgendwas? Ah, ich nehme an, das kommt heute Abend dann. Habe ich noch nie gemacht. Ich nehme mal an, dass es dann den Sender gibt, wo man das gucken kann, sonst würden sie es, glaube ich, nicht schreiben. Na, ein bisschen quatschen. Unglaubliche Geschichte erzählen. Du, da gab es mal einen Frosch und vielleicht mache ich noch ein neues Buch da draus. Der ist explodiert. Was? Ja, da war die Polizei schuld. Die wollte helfen, aber irgendwie hat die alles kaputt gemacht. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, Tatsache, ne? So, und Julina, die braucht auf jeden Fall was zu tun. Oh, so weit oben brauchen wir das gar nicht. Herstellung, das sieht schon mal gut aus. Da müssen wir die 10 haben. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich manchmal. Stricken brauchen wir 7. Ich glaube, da machen wir jetzt weiter. Ja. Sehr glücklich ist sie sogar. Frischer Fang. Oh, wegen dem Essen. Sehr schön. Haben wir ein Objekt? Nein.
rein. Wir haben nichts angefangen. Das ist schön. Da holen wir mal eine Klamotte. Oh, ein Pullover können wir stricken. Cool. Fähigkeit 5. Ein Herrenpullover. Oh, was nehmen wir denn für... Creme- und rosafarbener Kinderpullover. Oh. Also wir haben ja eine, die grün mag und eine, die gelb mag. Der ist ja wunderschön, gelb und blau. Den nehmen wir. Sehr schön. Ja, dann mach mal los hier. Das ist ja wunderprächtig. Das ist ja richtig cool. So, und du kannst dich mal anziehen, Kleine. Wieso ist das hier auch so weit oben? Ja, zieh das an. Okay. Das ist nicht mehr individuell, doch, klar. Nee, das bleibt oben. Hey, komisch. Normal ist das immer für jeden Einzelnen einstellbar. Huch, Charlie, schnell. Da läuft's aus hier. Du kannst mal mit ihr reden. Och, das ist ja nervig. Na, egal. Vielleicht ist ja auch nur Zufall. Na, nicht reden. Doch, komm, über Interessen reden. Charlie ist schon fertig. Unglaublich. Über Spielzeug reden. Und über die Schule. Was macht man sonst an einem Sonntag? So, immer schön die Uhr im Auge behalten. Julina ist ja da fleißig und sehr kokett. Ich suche das. Eine besondere Bindung. Das Gefühl der Vertrautheit mit einem Sim kann bereits vorhandene romantische Empfindungen verstärken und in Julina den Wunsch wecken, einander noch näher zu kommen. Oh. Jolina. Da wird der Charlie sich ja freuen. So, wisch mal auf. Und dann siehst du dich mal um. Wo ist dein Schlafzeug? Ich gern mag. An ihm. Zieh das an. Muskelschmalz, genau. So, wir brauchen ja noch hier einen Stuhl. Und ich glaube, der Charlie hat einen schon gemacht. Wir gucken mal ins Familieninventar. Nicht? Hä? Okay, habe ich das verpeilt? Oh, das kann natürlich sein. Kein Problem. Dann war das wohl... Habe ich mich wohl geirrt. Dann tut mal hier einen Esszimmerstuhl für deinen Schreibtisch herstellen. Was ist hier? Ach, umziehen, ne? So, und ihr zwei. Ihr habt ja bestimmt... noch Lust, irgendwie was zu unternehmen. Zusatzaufgaben? Nein. Weil wir sind ja hier schön am Strand, aber die Kleinen, die... Ach, guck mal, die können sogar zusammen schnorcheln. Aber die können ja mal ein bisschen das Meer auskosten. Wer bist du? Oh, du bist doch bestimmt Bakaro. Nee, Antons. Huch, was haben wir hier denn schon wieder? Zerstören, zerstören. Ernsthaft. Zerstören. Oh, guck mal hier. Da kannst du ja vielleicht auch mitmachen. Elsa. Dann tu dich mal vor und dich vorstellen und schaukeln. Und wer ist hier noch? Entspannen, Nickerchen machen. Was ist hier? Ah ja, können wir nicht holen. Kokosnuss. Okay. Gut, du könntest hier... Wasser sammeln, echt? Ja, dann geh Wasser sammeln und dann kannst du hier eine Sandskulptur bauen. Ja, heute wird ein schöner Strandtag zu einem Sonntag. Also, das kann man doch echt mal machen mit den Kindern. Na, Charlie, klappt's? Guck mal, hier nebenbei kann man einfach mal weiterentwickeln. Oh, und stimmt. Der Charlie kann doch, glaube ich... Warte mal, kann man das nicht irgendwo das Sim-Profil öffnen? Hey. Okay, egal, dann machen wir das, glaube ich, so rum. Nee, warte mal, wo ging denn das? Das ging doch hier irgendwo. Hier? Lebensstile? Ah, hier sieht man das ja. Genau, wegen enger Zusammenhalt.
Da kann er doch hier einen Vertrauten, kann er sich doch hier zulegen quasi. Hier, kann anderes hin bitten, Vertraute zu sein, genau. Das wollte ich doch unbedingt mal mir angucken. Ernsthaft. Ach, du bist gar nicht unser Kind. Grob vorstellen. Kommt hier einfach rein und ferkelt durch die Gegend. Was ist das denn? Na? Na, sowas. Oha. Aber sie fand es wohl doch noch in Ordnung. Ob das der falsche? Kann man jetzt nicht hier irgendwie sagen, was machst du hier für Zeug? Also, man kann die schubsen? Nee, so jetzt auch nicht. Aber wenigstens sagen, hey, was machst du hier? Weggehen. Okay, freundlich, was haben wir noch? Auf Wiedersehen. Mit Besitz prahlen. Überzeugen, Aufbereiter zu kaufen. Überzeugen, Fabrikator zu kaufen. Das ist ja krass. Das wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Ja gut, bei der Kleinen machen wir das jetzt natürlich nicht. Das ist ja noch gar nicht geschäftsfähig, theoretisch. Oh Mann. Nach Schule fragen. Ich würde gerne mal sagen, was ist denn los hier? Was machst du hier für Zeug? Naja, egal. Wir schicken sie einfach heim, glaube ich. Wir fragen mal, wie es bei ihr zu Hause aussieht. Nach wertvollen Besitztümern fragen. Und weggehen, bitte. So, sie ist noch am Stricken. Was macht ihr? Du redest mit ihr. Gehen wir schauen. Oh, du kannst auch schaukeln, Kleine. Komm. Wunderbar. Hier. Aha. Musst du zufällig... Nee, du musst nur... Strandgut sammeln. Also du musst nur duschen. Theoretisch bald im Sand spielen. Ja, schön. Oh. Ja, ich würde auch schreien, wenn auf einmal die Schaukel verschwindet. Ach ja. So, dann gehen wir ein bisschen schwimmen, würde ich sagen. Herumschwimmen. Ja. Gut, gehen wir nochmal zu Charlie. Oh, du bist... Gehst nach Hause. Nach Hause schicken, los. Geh, geh, tschüss, tschüss. So, wir machen jetzt hier eine liebevolle Umarmung. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier finden. Zuneigung ausdrücken. Geschenke. Oh, enger Zusammenhalt, Tipps geben, nichts Besonderes. Ich dachte gerade jetzt gefunden, wegen dem Symbol Geheimhandschlag. Kompliment über Outfit machen. Und... Geheimnis ausplaudern. Du, ich bin mir auf der Bananenschale ausgerutscht und voll gegen den Pfosten geknallt. Also, ich habe mir nichts gebrochen, aber... Das war voll peinlich. Gut, dass du mir das erzählt hast. Das erzähle ich bei jeder Familienfeier in Zukunft. Ach, Julina. Nach Komplimentfischen, das haben wir schon ewig nicht gemacht. Ich will das nicht da oben haben. So, ein Teschel-Meschel. Sehr persönliches Gespräch. Ich hätte gerne sie als Vertraute. Geheimnis ausplaudern, liebe Vollmar. Streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Nach Lieblingsautor fragen. Wenn das nicht er ist, ne? Das sollte schon er sein. Aber ich suche jetzt mal weiter. Umarmen. Bei besten Köder reden. Es kann sich nur um Jahre handeln. Ehe, hier ist gar nichts drin. Geht es nur, wenn die andere Person auch das hat? Das steht da aber nicht dabei.
Hausfrau. Hm. So, das ist ja komisch hier. Schon mal schön, schön. Tag verschönern. Wo soll denn das dabei sein? Wiedersehen, Tanztechniken. Boah, ja. Aber da steht, die beste Freundin werden. Das war doch was? Das ist aber was anderes. Oh, ich bin hier Freunde geworden. Ja, und jetzt vertrauter, nächste Stufe. Komm, das kriegen wir auch noch hin. Da steht schon wieder beste Freunde werden. Das kann man anscheinend öfters werden. Erziehungstipps geben. Naja, lass mal lieber sein, du. Da könntest du Probleme kriegen, wenn du alles besser wissen willst. Ungefragt Tipps geben ist halt immer so eine Sache. Geheimnis aus. Ach, was mach. Wo ist denn das jetzt hier? Menno. Das ist wirklich doof. Wisst ihr, wo man das findet? Oder was ich hier machen muss? Also ich weiß es nicht. Wetter Vorliebe erklären, er liebt natürlich. Hass erklären, ja, ja. Vorliebe oder Liebe? Liebe zu Sonne. Oh, Prompts Maisie. Shiraji. Oh, Tina, Adrina und Tina haben sich aus den Augen verloren. Ja, das ist, weil er jetzt der beste Freund ist. Aber ist halt kein Vertrauter. Manu! Das kann nur einer sein, ne? Nach anderem Sim fragen. Ja, oh. Dann frag mal nach der Tina. Jetzt hast du natürlich den Platz weggenommen. Wir haben 18 Uhr. Oh, ich habe gerade schon gedacht, ich hab's verpasst, ey. So, du kannst. Oh, du kannst Delfin rufen. Mach das mal bitte. Was machst du? Nichts. Ja. Das gehört Jackie nicht. Das hat doch sonst auch keinen interessiert. Willst du vielleicht angeln gehen, Wasser sammeln und angeln gehen? Ach, guck mal, Jackie hier. Die macht das, ne? Jetzt weiß ich nicht genau, wann die den Delfin ruft. wie sie da hier hängt, ne? Schön. Oh ja. Da sind sie. Oh, schön. Weg sind sie schon wieder. Ach Mensch, schade. Oh doch, da ist noch einer. Man kann mit denen nichts machen, oder? Delfin rufen. Nee, kann man nur so. Okay, dann schnorchel mal eine Runde. Das ist ja auch schön. Oh, toll, ne? Hä? Ah, der geht sogar ein bisschen runter. Ja, ich habe das tatsächlich noch gar nicht gemacht, glaube ich. Wasser sammeln? Nee, das machen wir hier nicht. So, wir haben... Oh, hier, der Finchen. Drei Stück sogar. Springen die auch in die Luft gleich? Ah, ich glaube nicht, ja. Okay, im Stein ist er jetzt drin. So, wir holen jetzt mal den Stuhl, den er hoffentlich gebaut hat. Aha, jetzt hat er den. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da dachte. So, die haben hier die Lampe. Und ich glaube hier... Also ich glaube mal, im Wohnzimmer muss eine stehen. Ich muss mir die Regeln nochmal durchlesen. Ich bin ja vergesslich, das wisst ihr ja. Ich muss ja alles fünfmal lesen. Oh nee. Moment, erstmal den Cheat angeben. Bebepunkt, Move Objects. Objects. Genau. Was? Okay, da stand nicht, dass das richtig ist. Da war wohl irgendwas. Daneben geläufen. Geläufen, ja. Oh. Nee. Manu. Ah. So. Da passt das doch ganz gut hin. Okay. Hä?
Ach nee, wir hatten kein Tisch, ne? Ich habe gerade gedacht, hier fehlt ein Couchtisch, aber ich glaube, wir hatten gar keinen. Oh, und hier, das Ding ist ja auch fertig. Sehr schön, das kann eigentlich hin. Ein bisschen schief vielleicht. Ja, was können wir dann da reinmachen? Schneeglöckchen. Tja, wir bräuchten noch ein bisschen Gemüse irgendwie, ne? Naja. Gut, also Vertrauten ernennen können wir irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Tja, wir können Julina zumindest mal nicht bitten, Vertraute zu sein. Weiß auch nicht wieso. Gut. Charlie, wie geht's dir denn? Was könntest du denn? Ah, du brauchst Spaß. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, setz dich mal hier hin. Und dann gucken wir mal, ob es den Kanal jetzt schon gibt. Nachrichten. Ja, kannst du ja schon mal Nachrichten schauen. Sehr interessant natürlich. Julina, du musst leider sauber machen. Ja. So, und du kannst danach nach Hause kommen. Gleich ist es soweit. Du kannst jetzt nach Hause kommen. Du wirst nämlich sehen, ob dein Papa hier was gewinnt. Hat einen Guppi gefangen, sehr schön. Ja, dann komm mal jetzt. Gleich ist es soweit. Kanal schauen. Vielleicht ist das hier dabei. Na komm schon. Jetzt haben wir schon 19 Uhr. Wir gucken. Kanal schauen. Hallo? Hier gibt es keinen Kanal davon. Trainieren, Kanal wechseln. Oh. Bitte willkommen, Film sein. Romanze, Polizien. Koch keiner Kinder, bitte Action. Oh, habe ich jetzt schneller gedrückt. TV-Klassiker. Schwarz-Weiß-Filme aus dem goldenen Zeitalter des Fernsehens. Das war aber eher das goldene Zeitalter für andere Dinge, oder? Also. Boah, das ist schon voll lange her. Egal, keine Ahnung, ich weiß von nichts. Man sieht hier nichts. Wo soll ich denn das hier sehen, diese Preisverleihung da? Heute klappt ja echt gar nichts mit dir, Charlie. Du hast echt Pech. Musst du das am Handy gucken? Mann. Ehrenamtlich tätig werden. Tja, keine Ahnung hier. Hier ist nichts zum Gucken. Kanal schauen, weiß ich nicht. Das ist wirklich traurig. Das ist wirklich traurig, ja. Jetzt wissen wir gar nicht, ob er gewonnen hat oder nicht. Ja. Also heute klappt echt null. Wir haben den Pulli, der ist normal, ist wunderbar. Mit Liebe gestrickte Kleidung. Perfekt. Das verschenken wir an die Sophie, würde ich sagen. Wo bist du? Ah ja, okay. Du bist stinkig. Und du hast eine Musch und Kopie. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir verkaufen den. Oh, für mich? Oh, Pulli! Ey, jetzt mecker nicht rum, du Mädchen. Das ist so langweilig. Stimmt, das ist doch gar nicht deine Farbe, wie ich gerade sehe. Ich habe es der Falschen geschenkt. Aber gut, sie hat das Geschenk gekriegt und die Jackie wird es anziehen. So kann man das ja machen. So, nochmal aufräumen. Ja, ich hätte vorher mal gucken sollen. Tja, das da wurmt mich ein bisschen, muss ich sagen. Ein grandioser Tag. Und ich würde mal sagen, das war es jetzt auch für heute. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, viel Spaß bei einem anderen Video und beim Selberspielen von Sims 4. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.